So, jetzt lesen wir erstmal, was wir hier eigentlich machen sollen, ne? Besiege Detmolds Schüler G in den Untergrund. Beinahe war's vollbracht. Auf dem Schlachtfeld stand nur noch ein feindlicher Kämpfer aufrecht. Detmolds Schüler, hitzköpfiger Adept der Magie, wollte sich nicht geschlagen geben. Er blockierte den Eingang zum Untergrund mit einer Machtbarriere und schleuderte dem Hexer Feuerkugeln entgegen. Geralt hatte es eilig und besann sich eines Mittels, das sich im Kampf gegen Magie bewährt hatte. Er erschlug denjenigen, der den Zauber wirkte. Ja, wollt ihr mich verarschen? Das versuche ich doch die ganze Zeit. Ich treffe den doch gar nicht. Egal, was ich mache, ich kann den einfach nicht schlagen. Hier, es geht doch nicht. Der bleibt ja sogar stehen und ich komme da nicht ran. Hä? Wie soll das funktionieren? Nix? Nix wirkt da. Können wir nicht einfach hier durchgehen, komm. Hier irgendwo. Mist, ey. Es kann sich nur um Stunden handeln. Wo sollen wir denn dann hin? Ich kämpfe erstmal gegen euch. Das macht irgendwie mehr Spaß, weil da habe ich ja wenigstens schon eine Chance. Hui! Hat sich Geralt wieder gedreht. So. Haben wir das mal gemacht. Weil der Schüler, der nervt mich ein bisschen. Grosch auch gerade. Oh, ich hab ihn mal getroffen. Ich glaube, ich spinne. Du Es geht ja bist doch. ein toter Mann. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Eine Stunde Was lang macht er prügel ich auf bloß? den einen und es Klingt passiert jedenfalls einfach nichts. beschäftigt. Dann werde ich ihn mal stören. Und dann plötzlich. Geht es? Ja, Roche, mach. Leite, führe den Weg. Hier lang? Warte mal, ganz kurz speichern. Hier? Aber das sieht so barrieremäßig aus. Die magische Barriere verschwand. Sehe ich nicht. Und Geralt stieg in den Untergrund. Aus dem Schlachtenlärm gelangte er unter eine magische Kuppel der Ruhe. Die Stille war fast ohrenbetäubend und der Zauberer Detmold wurde das Opfer seiner Bequemlichkeit. Der Tod ereilte ihn vollkommen überraschend. Rittersporn, spoiler mich doch nicht immer! Anais, hier ist es so still. Ich kann ihn hören. Oh, hi. Die Zivilisation hält nur ein Verbrechen für so schlimm, dass es nicht gesühnt oder vergeben werden kann. Königsmord. Ein Bruch menschlichen und göttlichen Rechts. Die Gesellschaft wird in ihren Grundfesten erschüttert. Deshalb treiben die Machthaber so viel Mist und wälzen sich noch darin. Sie dürfen es. Sie stehen über der Moral.
Sogar über dem Recht. Roches Hände und die meinen sind mit Hensels Blut befleckt. Ja. Ich hätte Roche aufhalten können, aber ich tat es nicht. Nun ist Hensels Vergangenheit. Und die blauen Streifen feiern im Jenseits. Ja, da trifft mich die Schuld genauso wie Roche. Ich habe nichts dagegen gesagt, dass er ihn umbringt. Oh. Tam, tadam, tam, 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 tadam, tam, tam. Was machst du? Zupfst du dir Gesichtshaare raus? Hast du Radu wird in sein Gefolge gesehen? Der Rotzlöffel hält sich anscheinend für den König der Könige. Nach diesem Spektakel in Redanien hat er die Stirn hier aufzukreuzen. Ganz ehrlich, wenn aus ihm ein zweiter Wisimir wird, dann soll er auch so enden. Und dann seine Gewänder. Hast du die gesehen? Na gut, wir können nochmal. Hosen runter. Mir ist so schlecht. Du hast mir den Arm gebrochen. Oh. Oh, verdammt, mein Arm. Weißt du, was der wert ist, du Hurensohn? Einen Dreck, genau wie du. Was willst du? Ich geb dir alles. Du kannst mir nicht geben, was du mir genommen hast. Ich muss mich mit deinen verdammten Eiern und deiner Kehle bescheiden. Nein! Oh nein! Der hatte ihn jetzt... Du hast es so gewollt. Hat er ihm die Eier ins Maul gestopft? Oder was war das jetzt? Befreien wir Foltes Tochter. Rennt sie los und dann guckt sie nochmal schüchtern betreten nach unten. Hi, geht's dir gut? Ja, tut mir leid, aber ich... Nein, es tut mir nicht leid. I'm sorry, I'm not sorry. Gnade, ich wurde gezwungen! Ja, du, das glaube ich dir. Denke nicht, dass du das gern gemacht hast. Kein Problem. Haben wir hier sonst noch was? Nö. Da ist die kleine Anais. Und hier haben wir auch nichts weiter von Bedeutung. Geht es dir gut? Ich bin Vernon Roche, ein Soldat deines Vaters. Und das ist der Hexer Geralt. Sie hat Angst. Wenn Detmold sie angefasst hat, bringe ich ihn noch einmal um. Was hast du mit dem Kind vor, Vernon? Ich habe eine Abmachung mit Radovid getroffen. Und Vernon Roche hält sein Wort. Könige halten ihre Versprechen nur, wenn sie etwas davon haben. Wir waren zusammen bei ihm. Du hast ihn gehört. Da hattest du Anais noch nicht. Aber jetzt hast du sie. Du solltest alle Möglichkeiten abwägen. Ich bin Krieger, kein Diplomat. Dann fang an, wie einer zu denken. Du hast Temeriens Schicksal in der Hand. Warte mal. Okay. Redanien verfolgt eigene Ziele. Vielleicht gibt es noch eine Lösung. Also wenn ich hier eins von denen klicke, dann will ich eigentlich nur erstmal hören, was er davon denkt. Und das ist nicht meine Entscheidung. Überlegen wir doch, was du noch tun könntest. Die Vereinbarung mit Radovid brechen oder sie einhalten. Mal angenommen, du brichst sie. Dann habe ich einen Feind mehr. Du sagtest doch, dass du mit Feinden zurechtkommst. In Lokmuin ist auch eine temerische Abordnung. Vielleicht sollte sie das Kind bekommen. Johann Natalis, guter Soldat, miserabler Politiker. Mag sein, dass Natalis kein Meisterdiplomat ist. Aber eure Großmütter haben Kartoffeln aus derselben Erde gebuddelt. Und eure Großväter haben gegen dieselben Feinde gekämpft. Wenn Natalis das Kind hat, gibt es einen Bürgerkrieg. Die Barone erkennen Anais Recht auf den Thron nicht ohne Stiefel im Nacken an. Freiheit hat eben ihren Preis.
Also wenn das eine Entscheidung ist, ich... Ich will sie halt schon an Radovid geben. Es ist sehr riskant, sie Radovid zu überlassen. Was? Alleine schaffe ich das nicht. Mit temerischen Verbündeten dagegen schon. Ich nehme das. Ich wollte mir nur alles anhören. Ein Krieg, in dem sich Bruder und Bruder töten, ist ein Fluch. Deshalb bekommt Radovid das Kind. Komm mit, Kleines. Ich bringe dich an einen sicheren Ort. Weil da kommt sie ja tatsächlich auch zu Ada. Was war das? Ihre Halbschwester? Vernon Roche betrachtete das Mädchen lange und beschloss dann, Wort zu halten und Anais in König Radovids Obhut zu geben. Ob das die richtige Entscheidung ist? Keine Ahnung. Gibt es hier überhaupt richtige Entscheidungen? Da kommt ja unser Geleitschutz. Im Namen König Radovids fordern wir euch auf, das Kind von Luisa Lavalette herauszugeben. Schade, dass ihr erst jetzt kommt. Immer schön freundlich. Guck dich um. Freundlichkeit ist nicht unsere Stärke. Dein Glück, dass Radovid befahl, Ruhe zu bewahren. Ich gehe mich gleich bei ihm bedanken. Du solltest Radovid nicht trauen, Vernon. Sei unbesorgt. Ich könnte mir nie verzeihen, wenn der Erbin der Krone Foltest sein Leid geschehe. Lass sie nicht aus den Augen. Würde mich nicht wundern, wenn Radovid mit Bussis Tod zu tun hat. Was? Alles ist möglich. Anais ist die letzte Chance für Temeriens Unabhängigkeit. Nicht heute, nicht morgen. Aber der Tag wird kommen. Angenommen, Radovid bietet dir an, Redanien zu dienen. Durchaus möglich. Dein Rat? Vorsicht. Im Umgang mit Königen immer nützlich. Geralt, Teufel nochmal! Geh nicht zu weit weg! Ja, aber ehrlich, was ist denn das für ein Geleitschutz, das arme Kind? Kommt ganz zuletzt los. Geralt, komm, Teufel nochmal! Geh nicht zu weit weg! Geh. Toller Geleitschutz, wirklich. Ich bin begeistert. Lass das Mädchen ruhig zurück. Ihr seid, ja, sehr nützlich. Tschüss, Anais. Kommst schon alleine klar. Es ist ehrlich. Beste Bodyguards ever. Endlich ist dieser Drecksack tot. Rache gibt einem Freiheit von der Vergangenheit auf Kosten der Zukunft. Yay! Und jetzt muss ich aber hier mal ein bisschen investieren, oder? Doch, muss ich mal machen. Erdenzeichen. Ja, muss ich halt, wenn ich hier irgendwie weiterkommen will, ne? Ich muss hier hin. Und das kann ich mutieren. Mutieren. Zeichenschaden. Ja, dann nehme ich das doch mal. So. Jungs. Hä? Was? So, wieso bin ich alleine? Sind die schon vorgegangen? Hä? Was? Die sind einfach ohne mich gegangen. Historische Umbrüche gehen häufig auf das Wirken herausragender Persönlichkeiten zurück. So auch in diesem Fall. Es waren Geralts Entscheidungen, die Anais in Radovids Hände brachten. Wieder mal meine Entscheidungen. Die immer so gut sind, weiß ich nicht. Die Konsequenzen dieser Wahl waren damals niemandem zur Gänze klar. Auch der Hexer ahnte nichts von der Zukunft, als er Foltests Tochter und Vernon Roche verabschiedete. Am Tor trennte sich die Gruppe und unser Held brach auf, dieser Geschichte den Epilog hinzuzufügen. Nein, ich will noch nicht. Nein. Ich bin noch nicht bereit, diese Geschichte hier zu beenden.
Er entschied sich, Roche nicht allein zu lassen. Gemeinsam brachen sie zum kedwinischen Lager auf. Ja, Triss, tut mir echt leid. Kann ich das jetzt noch machen? Nee, ne? Nee. Da kommt nichts. Na dann wohl das, hä? Huh? Geh zu den Verhandlungen. Der Kongress der Zauberer. Gut, dass der Hexer sich nicht alleine zu den Verhandlungen begeben musste. Er war kein Rhetoriker und auch nicht besonders ansehnlich. Bitte was? Der Hexer? Nicht besonders ansehnlich? Hä? Zum Glück warteten Vernon Roche und die kleine Anaïs beim Amphitheater auf ihn. Geralt klopfte sich den Staub aus der Kleidung, kratzte sich Mist und Blut von den Schuhsohlen und betrat mit Roche das Amphitheater. Puh, Epilog. Nein, ich will nicht. Ich will vorher den gesamten Talentbaum fertig haben. Manu. Hä? Hier? Ich beschwöre euch, entsagt der Magie! Laufe ich hier richtig? Ja, sieht so aus. Hä? War ich hier schon mal? Hier ist die Kiste, aber keine Siegel. Hä? Was hat das zu bedeuten? Haus Philippa Eilharts. Und hier gibt's nichts zu finden? Außer diese Kiste, die ich nicht aufkriege? Hier war ich doch schon. Oder? Hier war ich schon mal. Wieder hoch. Gibt's da echt nichts zu finden? Von da komme ich, glaube ich. Lorenz? Gleich mal angucken. Philippa Eilharts Notizen. Ah, ja, ich verstehe. Natürlich. Absolut. Das ist ja ganz cool. Hier hat sie geschlafen. Drachenschuppen. Wow. Oh, kann ich mich mal gleich ein bisschen neu einkleiden? Schwere Lederhose. Die bringt mir ein bisschen mehr. Obwohl Blutenresistenz nimmt ab. Die hatte ich vorher, ne? So eine. Ja, die hatte ich vorher. Wow, ich bin begeistert. Bin so dermaßen begeistert. Sind die das jetzt, die... Ja, die muss ich ablegen. Da, weg damit und weg damit. Und schon kann ich mich wieder bewegen. Ach, ich bin hier umsonst reingegangen. Das ist ja wunderschön. Oder komme ich durch die... Nee, das kann doch nicht sein, dass ich nur durch die Kanalisation ins Amphitheater komme, oder?
Ach Mann. Ich immer mit meiner Orientierungslosigkeit. Ich beschwöre euch, entsagt der Magie! Ist einfach nicht zu fassen. Also, hier hatte ich mir ja schon alles angeguckt, aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich hier jetzt in eine Tür kann, die ich vorher nicht konnte. Bitte. Also die dürfte es nicht sein, das ist ein Ausgang. Der Konstabler Johann Nathalie. Ah. Der Interrex. Nathalie. Aha. Also sind sogar Vertreter von Nilf. Das ist ein großer Moment. Bereit? Da fällt mir ein. Ich wollte von Brasbanart noch was machen lassen. Ich muss nochmal zurück. Es tut mir leid, Leute, weil das Ende naht und ich will es noch nicht kommen lassen. Ich bin sofort zurück. Temerien steht auf dem Spiel. Denk daran. Ja, ja. Es ist doch klar, dass unsere Gastgeber. Also, ich an dieser Stelle beende ich erstmal die Aufnahme und werde mich bis zum nächsten Mal richtig schön ausstatten, soweit es noch geht mit meinen paar Ohrens. Und dann will ich immer noch nicht ins Ende. Ich kann einfach nicht. Ich kann nicht loslassen. Aber euch lasse ich für heute erstmal los. Bis dann. Tschüss.